kommt ein Mann in den Himmel, ein frommer Mann, ein Rabbi, der sein ganzes Leben lang nur gute Werke getan hat und Torah gelesen und die Leute gelehrt, die Werke Gottes zu tun. Ein Tzaddik. Und er kommt in den Himmel und er stellt sich jetzt vor, welche Seligkeit ihn da erwartet und die Reinheit und die Schönheit und die Güte Gottes zu schauen. Und er kommt rein und das Erste, was er wahrnimmt, ist ein Schwefeldampf. Und es riecht nach Rauch und Feuer. Finsternis und höllisches Gelächter schlägt ihm entgegen. Der Mann ist entsetzt und sagt, mein Gott, wo bist du? Aus dem Nebel raus kommt ihm eine Gestalt entgegen. Hier bin ich, mein Sohn. Wo bin ich denn? Bin ich denn nicht im Himmel? Sagt er, doch, doch, sagt er, aber weißt du, das ist jetzt hier ökumenisch und ich habe gerade Dienst. Auch der Himmel muss mit der Zeit gehen, kann sich der Entwicklung nicht entziehen, nicht wahr? Ja, auch der Mose lebte und wirkte und starb außerhalb des verheißenen Landes, nicht wahr? Die beiden waren übrigens nicht aus dem Geschlecht der Juda, aus dem ja schlussendlich der Messias kommen sollte. Das war eine andere Kategorie von Messias-Typen. Das waren keine Juden. Dieser Art Messias wird auch der falsche Messias der Endzeit sein. Der wird viele dieser Merkmale auf sich vereinigen. Auch er sammelt fleißig den Ertrag der fetten Jahre. Den Überfluss der fetten Jahre sammelt er ein. In den darauf folgenden Hungerjahren nimmt er den Menschen dann erst ihren Geld und dann ihren Besitz ab. Wenn sie schließlich gar nichts mehr haben, werden sie seine willigen Sklaven. Die fetten Jahre sind vorbei. Die Jahre bis 2001 waren eine Periode von Produktions- und Wohlstandssteigerungen, wie sie die Welt bis heute noch nie gesehen hat. Auch nicht nur annähernd. Dann geschahen die Anschläge vom 11. September in New York und ein neuer Abschnitt begann. Überall sagten die Politiker den gleichen Satz. Die haben den irgendwo aufgeschnappt. Der wurde so als Parole ausgegeben. Von nun an wird die Welt nicht mehr dieselbe sein wie bisher. Jetzt kommt eine neue Weltordnung. Jetzt kommt der Josef. Seither wird fieberhaft an der Verwirklichung dieser Weltordnung, dieser neuen, gearbeitet. Weltweit werden immer mehr Grenzen abgeschafft. Und Gesetze werden vereinheitlicht, damit sich Güter, Menschen und Finanzen jederzeit möglichst ungehindert überall hin bewegen können. Angeblich dient all dies dem allgemeinen Wohl. Es dient entweder der Sicherheit, der Wirtschaft, oder es dient dem Wohl des Kindes und dem Schutz der Frau und so weiter und so fort. Angeblich dient es dem allgemeinen Wohl und tatsächlich? Das Handelsvolumen steigt und die produzierte Gütermenge nimmt ständig zu. Trotzdem werden komischerweise immer mehr Menschen arm, während eine Minderheit immer reicher und reicher wird. Komische Geschichte. Das erinnert uns irgendwie so an Josef in Ägypten, nicht wahr? Die Leute hatten immer weniger und die herrschende Clique, der Pharao mit dem Priesterkaste, die wurden immer reicher. Allein dies zeigt schon, dass hier etwas nicht stimmt. Es müsste doch eigentlich allen viel besser gehen. Schaut mal, das gab es noch nie in der Menschheitsgeschichte, so viele Güter, so viel Geld. Geld wollen wir jetzt gar nicht nennen, Geld ist kein Wert an sich, aber man konnte noch nie mit so wenig Aufwand so viel produzieren.
Heute müssten die Menschen im Überfluss leben. Es dürfte längst keinen Hunger mehr geben. Wir schwimmen in einer Flut von Gütern. Und trotzdem werden immer mehr Menschen arm und immer mehr Menschen hungern auf dieser Welt, während eine kleine Minderheit immer reicher und reicher wird. Viele Menschen sind verarmt und fast alle Staaten sind hoch verschuldet und somit eigentlich schon pleite. Island, hat man jetzt gelesen in der Zeitung, ist praktisch bankrott. Und Island gehört zu den hochentwickelten westlichen Industrienationen. Das große Fressen. Denn durch betrügerische Machenschaften, das verfluchte Zinswesen und nicht zuletzt immer wieder durch Finanz- und Währungskrisen wurden die Überschüsse der Nationen heimlich abgeschöpft. In einem Ausmaß, von dem sich die meisten überhaupt keine Vorstellung machen können. Weil das so schleichend ist, erkennt man es oft nicht. Aber im Endeffekt sieht man ja das Resultat. Das Geld ist weg. Es ist nicht weg. Es ist anderswo, versteht ihr? Die Güter sind nicht weg. Die Häuser, die Fabriken, die Ländereien, die sind nicht weg. Die gehören einfach jetzt nicht mehr denselben. So geht das. Während die wirklich Vermögenden sich die realen Werte wie Grund und Boden, Bodenschätze und so weiter angeeignet haben, besitzt der Großteil der Bürger lediglich ein leeres Versprechen in Form von Guthaben auf Bankkonten, Renteneinrichtungen und Versicherungen. Es ist doch beruhigend zu lesen in der Zeitung, dass der Deutsche im Durchschnitt ungefähr 100.000 Euro Sparguthaben hat. Freut euch das nicht? Also hier drin sitzen doch, wie viele Deutsche sind da? Sind schon einige Millionen Euro sind hier vertreten. Da muss ja eine Kollekte da zusammenkommen. Ich freue mich schon aufs Zählen, nicht wahr? Doch diese Versprechen, diese Geldversprechen werden im Falle eines Zusammenbruchs des Währungssystems über Nacht praktisch wertlos werden. Das gab es schon mehrfach. Bei der letzten großen Krise 1928 haben viele Leute komplett alles verloren über Nacht. Die Reichen sind nicht arm geworden. Nur sind die Armen und die Mittelschicht sind komplett verarmt und hatten gar nichts mehr nachher. Diese Werte werden im Fall eines Zusammenbruchs des Währungssystems über Nacht sich in Luft auflösen. Dass ein derart massiver Betrug in diesem Ausmaß über Generationen aufrechterhalten werden konnte, zeigt, in welch tiefer Finsternis die Menschheit lebt. Wegen dieser Finsternis wird sie zur leichten Beute dieses immensen globalen Betrugs. Ohne überhaupt nur die Mechanismen verstehen zu können, das zu erklären würde den Rahmen heute Abend sprengen, können wir anhand des Resultats erkennen, dass das ein Betrug ist. Das Ganze ist ein Riesenbetrug, versteht ihr? Die Schrift sagt, man erkennt einen Baum an seinen Früchten. Und die Früchte sind klar, die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Also ist der Baum faul. Ist ein fauler Baum. Wenn die Menschen Licht hätten, wenn sie im Angesicht Gottes leben würden, dann würden sie den Schwindel innerhalb weniger Tage durchschauen und würden den einfach wegfegen. Versteht ihr? Das funktioniert nur, weil die Menschen dem Betrug unterliegen. Weil sie Teil dieses Betruges sind. Weil sie selber in den Lügen leben. Weil die Lüge ihre Zuflucht geworden ist. Es steht in der Schrift, sie haben Lüge zu ihrer Zuflucht gemacht. Versteht ihr dieses Prinzip? Wenn ich finster bin, dann kann ich das Licht nicht sehen. Der Gott dieser Welt hat ihr der Ungläubigen Sinn verblendet. So steht es geschrieben, Gott dieser Welt. Wie heißt er denn, der Gott dieser Welt? Mammon heißt der Gott dieser Welt. Ist einer seiner Lieblingsnamen. Mammon, Zaster, Kies, Kohle, Moos. Mich hat die Frage bewegt, warum ausgerechnet Josef dieses verwerfliche Spiel mit der Not der Ägypter trieb. Ist das die Art, wie ein Gesalbter Gottes vorgeht? Ist das ein Messias? Ist das ein Vorbild für uns? Möchtet ihr so einen Messias haben,
der euch ausbeutet, ausquetscht wie eine leere Zitrone, bis kein Saft mehr drin ist? Ich nicht. War denn Josef nicht der Auserwählte Gottes? Hätte er nicht viel eher diese einmalige Gelegenheit nutzen sollen, um in Ägypten Gerechtigkeit walten zu lassen? Hätte er ein Messias, ein Gesalbter, war nicht vielmehr die Menschen die göttlichen Ordnungen lehren sollen? Warum tat er nichts von alledem? Warum tat er nichts von alledem? Hat er etwa wie König Saul nur gut angefangen, um dann von Jahwe abzufallen? Ist er abgefallen? Ist das ein abgefallener Gesalbter wie Saul? Die Segnungen Mosches, die er vor seinem Tod sprach, zeigen jedoch, dass seine Segnungen die seiner Brüder weit übertreffen. Sie sind von unvergleichlicher Fülle und Schönheit. Von Josef aber sagte Mosche, sein Land sei von Jahwe gesegnet mit himmlischen Gütern, mit Tau und mit der Flut, die drunten ruht, mit der köstlichen Frucht, die in der Sonne reift und mit den köstlichen Früchten, welche die Monde sprossen lassen. Mit dem Besten, was auf den uralten Bergen wächst und mit den köstlichen Früchten, welche die ewigen Hügel tragen, mit dem Besten, was auf der Erde wächst und sie erfüllt. Und das Wohlgefallen dessen, der im Busche wohnt, komme auf Josefs Haupt und auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern. Er war der Gesalbte in seiner Familie, der Auserwählte Gottes. Prächtig ist er wie sein erstgeborener Stier, Hörner hat er wie ein Büffel. Damit stößt er die Völker allzumal bis an die Enden der Erde. Das sind die Zehntausende von Ephraim und jenes die Tausende von Manasse. 5. Mosche 33, 13 bis 17. Also hier kann man dem Josef nichts Schlechtes nachsagen. Er bleibt seiner Berufung treu, denn sie wird hier durch Mosche bestätigt. Er erscheint makellos mit seinen Segnungen, welche weit herrlicher sind als die entsprechenden Segnungen Jakobs, bestätigt Mosche Josefs Stellung als Erstgeborener Israels. Hätte er fundamental versagt, wäre ihm diese sicher entzogen worden, wie zuvor seinem Bruder Ruben. Irritiert fragt man sich darum, wie hier die geistlichen Ordnungen zu verstehen sind. Wie verstehen wir diesen Josef? Könnt ihr das einordnen? Hier ganz klar, dieser Mann ist von Gott nicht nur berufen, sondern auch bestätigt, gesalbt und gesegnet. Bis zum geht nicht mehr, könnte man sagen. Mehr kann man nicht mehr bekommen. Der hat alles bestätigt bekommen. Und hier sehen wir diesen schäbigen, dreckigen Kerl, der die Leute in die Sklaverei führt, ohne Not. Er hätte das gar nicht gemusst. Ist der Mann schizophren? Wie passt das zusammen? Es hat mich lange Zeit, hat mich das total durcheinander gebracht. Ich dachte, wie bringt man diese beiden Dinge zusammen? Wie kann man das irgendwie auf eine Reihe kriegen? Wie geht das? Josef wird bestätigt als Erstgeborener Israels. Hätte er fundamental versagt, wäre ihm diese sicher entzogen worden, wie ja zuvor schon seinem Bruder Ruben. Wie ist das zu verstehen? Der Fehler liegt nicht bei Josef. Der Fehler liegt nicht bei Josef, sondern er liegt an den Umständen, in denen Josef diente. Die Schrift lehrt es uns und die Geschichte hat es immer wieder bestätigt. Das Volk Israel, das Land Israel und die Berufung Israels sind untrennbar miteinander verbunden. Fehlt eines davon, so kann sich der Segen nicht voll entfalten, denn das Haus Israel nämlich ist der Weinberg Jahwes, der Heerscharen, und die Männer von Juda sind seine Lieblingspflanzung. Jesaja 5,7. Von diesem Weinberg sollte die Frucht kommen. Dasselbe Bild beschreibt auch der Ölbaum und der Feigenbaum. Immer wieder geht es um eine Frucht der Gerechtigkeit, die das Volk Gottes hervorbringt,
bringen sollte, um Jahwes Namen zu verherrlichen und ein Vorbild für die Nationen zu sein. Doch immer wieder versagte Israel und wurde daher von seinem Land getrennt. Jeschajahu sah jedoch eine Zeit voraus, in der Israel seine Frucht bringen würde. Und dein Volk wird aus lauter Tzadikim, aus Gerechten bestehen und das Land ewig besitzen als eine von mir angelegte Pflanzung.